Als erstes berechne ich einen Kennwert, von dem du wahrscheinlich schon einmal gehört hast. Den sogenannten Mittelwert, der mit einem x und einem Querstrich drüber, also x quer, abgekürzt wird. Man nennt ihn auch Durchschnitt. Um den Mittelwert auszurechnen, zählst du einfach alle Werte, die in einer Rangliste stehen, zusammen und teilst sie danach noch durch die Anzahl der Werte. Ich mache mir also einen riesigen Bruchstrich, schreibe oben alle Werte plus gerechnet hin und unten schreibe ich die Anzahl der Werte, in meinem Fall also 10. Das ergibt 474 Zehntel, was ausgerechnet 47,4 ergibt. Und schon habe ich meinen ersten statistischen Kennwert bestimmt.